Ja, und vor allem, du wusstest immer ganz genau, was du skillen wolltest. Zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt den neuen Charakter, den ich jetzt angefangen hatte, wusste ich, ich will halt selbst skillen und für Reflexe musst du halt das mitskillen, weil du halt wegen den Waffen brauchst. So, und dann sehe ich, nachdem ich dann meinen Großen angefangen habe für das Let's Play, sehe ich so, Alter, das hättest du dir schenken können. Selbst der Netrunner, den ich vorhatte, ich hatte ja Stealth und Netrunner, die waren ja ziemlich OP eigentlich, wenn du da gute Fähigkeiten drin hattest. Und zu knicken, also das war für den Arsch. Das ist, immer das Spiel erlauben was. Oh, einfach mal Chaos, fertig. Ach, eine Chance, nein, was, nein, nicht eine Chance. Warte. Überfall ändern. Eine Chance, was? Wollte ich doch gar nicht. Gestohlene Weihnacht war nicht im Wald, sondern in dem Einkaufszentrum, oder? Ja, richtig. Ja. Aber ansonsten, also es ist, nachdem ich das gesehen habe und beide Enden gesehen habe, habe ich gesagt, Cyberpunk, das war's. Schönes Spiel, aber nein, ich nicht mehr. Wobei, es ist auch mittlerweile, ist es verständlich, muss ich sagen, wie es endet. Es ist okay. Aber es ist nicht so ein Ende, was ich mir gewünscht hätte, ehrlich gesagt. Aber das siehst du dann, wenn du dann durch bist. Ja. Aber mal gucken. Aber es haben auch viele Leute Bugs gehabt. Ich habe bisher einen Bug gehabt. Dass ich gegen den Boss kämpfen musste, der kein Leben verloren hat. Wo ich mir dachte, what the fuck, dude? Warum geht das jetzt nicht? Ah, gerade hatte ich einen Lag. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Spiel nochmal abstößt. Okay. Wir haben hier... Oh, bin ich froh, dass wir den nicht mehr wieder sehen im dritten Teil bisher, ey. Hey, Santa. Hey, sagen wir ihn einfach mal. Well, I found some vodka and then I hit some coke with some, I think it was wine bottle. Yeah, red. Red. Der Typ verkackt es einfach jedes Mal. Musst du Geschenke suchen. Oh, du, er hat das Richtige gefunden. Nice. Oh, das war Glück. Aber schnell, ja. Aber es gibt echt coole Nebenmissionen, muss ich sagen. Da haben sie schon echt viel Mühe gegeben. Das war ja auch... Ich fand auch, bis auf die ganzen... ja, Abgrasendinger. Ja. In dem Hauptspiel. Sind wir hier falsch? Nö. Hast du schon gefunden? Ne, da oben sind die Taschen. Ach, ein höher. Genau, also generell die ganzen Fixer-Sachen und so, die fand ich eigentlich ganz gut. Du hast heute Lucky Punch hier, ey. Ist hier nix? Genau, also ich bin geklokert worden. Storys. Wieso habe ich jetzt einen Zivilisten getötet? Ich liege hier. Läuft. Ich kann für gar nichts spielen. Also generell, so die Storys und so, fand ich eigentlich super. Ja. Der Laden ist dicht. Ach, gehen wir hier doch rein. Ich knacke. Ah, ich stehe hinter dir. Ja, also auch die ganzen Story-Missionen fand ich auch alle super gemacht. Ja, die sind auch alles viel, ist echt auch super. Oh, denn diesmal? Wir müssen bestimmt irgendein Safe aufbauen, oder nicht? So, Windows XP drauf. Ja, so Storys sind wirklich echt cool gemacht. Auch das, wie du sie kennenlernst, was das Song gehört. Ja.
Ich hab dir hier einen. Doch nicht, den hast du gerade umgebracht. Ich hab schon zwei. Ich hab's auch nicht gesehen, weil ich gerade noch Dings hatte hier. Ja, nee, also Story-Mission in komplett Cyberpunk finde ich super. Ja. Und auch diese kleinen Momente, wenn du halt wirklich die Charaktere mal kennenlernst und mit denen halt dann irgendwie rumhängst, weil du noch warten musst, bis die Sonne aufgeht oder so. Ja. Die fand ich alle super gemacht. Also das haben sie ja wirklich drauf. Das finde ich sogar tausendmal besser gemacht als in Witcher 3. Ja. Oi, Finger weg von meinem XP-Rechner. Er findet die Story, was die ein paar Elemente besser als in Witcher 3. Ja. Er ist ja auch nicht schwer. Was ist nicht schwer? Ich soll dir sagen, jemand weiß, wo du wohnst, weil du was gegen Witcher gesagt hast. Weil, weißt du, was der Witz an der Sache ist? Sie hat vor mir Witcher 3 durchgespielt. Hast du auch Witcher 3 schon durch? Nein! Ich habe, glaube ich, den ersten oder zweiten Akt, glaube ich, gespielt und danach habe ich aufgehört, weil ich nicht weiterkam. Was? Ja, The Witcher 1 hat das auch von mir gespielt. Ja. Hast du den überhaupt schon durch? Einmal. Und das hat mir gereicht. Das hat mir gereicht, wobei ich da noch überlegen bin auf das Remake Remaster oder was das da kommt, das Baden. Ich habe ja noch die Dingsteile, die Assassin's Creed Teile, die ich auch noch durchspielen will. Final Fantasy will ich auch noch fertig machen, Kings of Amalur, ich habe auch noch Baldur's Gate momentan. Wobei mich das jetzt, ehrlich gesagt, momentan nicht so reizt, aber ich will halt gucken, dass ich das auch irgendwie durchkriege. Muss mich da mal hinterklemmen, dass ich die Sachen fertig kriege. Ich bin ja gerade so ein bisschen Stardew Valley verfallen. Ja. Es sieht auch sehr interessant aus mit der Expansion-Version, muss ich sagen. Also sieht schon echt geil aus. Ey, ich bin gespannt, was du zum Ende sagst. Da bin ich sehr gespannt. Ja, schauen wir mal. Genau, nee, weil ich habe ja auch eigentlich jetzt noch Starfield, was ich noch durchspielen will. Stimmt, muss. Wann nächste Folge? morgen. Ich bin heute nicht zugekommen, die fertig zu machen. Also morgen 4:45. Okay. Und dann gibt's direkt oben 4:55 am Montag noch ein. Und dann wieder der zweite. Nein. Oh mein Gott, wie dumm muss man sein? Nein, ich bin nicht von oben runtergefallen. Nur nicht. Und es kann keiner klimmen. Rufst du dir einen runter? Was? Ach so. Rufst du dir wen runter? Ja, ich komm da nicht dran. Was kommt gerade? Ich habe verstanden, holst du dir gerade einen runter? Hey, ob du dir einen Retter holst? Ja, habe ich schon. Ich bin zu spät. Im Knast. Nee. Come on, Rust. Hoch. Achso, ich muss hier was machen. Ja. Warum sagt mir das keiner? Dugo, du musst da was machen. Dann fummel ich hier mal rum. Du das. Kannst du ja morgen schon mal in die erste Folge reingucken, wa? Ja, weil das habe ich ja schon gespielt. Ja, deswegen ja. Du spielst einen männlichen Wie? Ja. Mit deutscher Synchro. Auf Deutsch? Ja, natürlich. Muss ich mir einen Brecher mal daneben stellen? Das geht eigentlich, also. Ja, er spielt die englische Version, da spricht der Keanu Reeves den aus der Welt. Er hat die deutsche Version doch schon gehört von dem Wii.
Ja. Den nicht wie von Johnny, meine ich. Oder hast du den noch nicht gehört von Johnny? Ich glaube, die deutsche, ich glaube bei dir, wo ich mal reingeguckt habe. Ja, oh, den kennst du bestimmt auch. Aber Mr. Hand haben sie geändert, zumindest in der deutschen Version. Okay. Weiß ich, wie es ist in Englischen. Alter. Ich hab mir meine Geisel geholt. Ja, ich hab noch 24 Sekunden, die ich warten muss. Ich hab noch eine zweite. Ja, Zeit steht gerade. Ist private Lobby. Muss noch warten, bis der Ansturm von durch ist. Jetzt gibt es noch Leute, die auch sonst Bälle spielen. Was ist das denn? Hat er keinen Bock auf Bälle 3? Wieder nach unten. Ja, ach, bis das durch ist, dann hast du es auch geschafft. Ja, gehen wir runter. Folge dir unauffällig. Ich glaube, dass die Clover auch wieder mit reinkommt. Du stehst gerade? Strange. Hat da jemand gebannt oder? So, da bin ich wieder. Ja, ich hab den Streamer habe ich offen. Gedauert. So. So, du jetzt hier runter. Ach, warst du auf dem Desktop? Ja, ja, ich war kurz auf dem Desktop. Ah, okay. Oh. Vielen Dank fürs Folgen. Ich habe noch Delay bei mir im Stream. Bin gerade ein bisschen überfordert mit allem. Ach, deine zwei Gehirnzellen sind schon überfordert. Yep. Da musst du noch deinen Kumpel hier retten, ey. So. Genau. Hey, der Follower wird mir gar nicht angezeigt bei dir im Stream. Da hast du das. Alerts müsste. Machen wir meine Alerts ausgeblendet? Ja. Müssen wir gleich mal eben ändern. Ja, ich kann jetzt. Ich stehe gerade in dir. Ey, bleib da ruhig sitzen, du dich nicht tauschen. Nein, bleib da sitzen. Lass mich ruhig zurück, während du durch das Ding irgendwie glitscht. Oder auch nicht, oder doch, ich bin mir nicht sicher. Bye bye. Läuft. Einfach mal auf Mayhem einfach im Knast gelandet, ich glaub's nicht. War nee, so keine nee, EP. Ich dachte, du wärst gut. Ja, die Zeiten sind leider vorbei. Wo ich gut war. Was ist nur aus dir geworden? Alter Sack.